St. Remigiusberg, seit 2005 wird alles konsequent verschraubt. Man muss ein bisschen anders arbeiten im Weingut, wenn man weiß, dass man schrauben wird. Das hängt so ein bisschen mit dem Sauerstoffmanagement zusammen. Da machen wir gleich später einfach was dazu. Wir werden die Weine, sie haben ein Glas, auch leider nur aus Platzgründen, wir machen das relativ zügig nacheinander weg. Wenn Sie anfangen möchten, Herr Decker. Mein Name ist Hans-Peter Decker von der Firma Amcor. Amcor ist einer der weltführenden Verpackungshersteller. Fast immer, wenn Sie den Kühlschrank aufmachen, haben Sie Produkte von uns in der Hand. Unsere Firma in Chalon 1964 den Schraubverschluss erfand, konnte niemand wissen, welche Bedeutung der Schraubverschluss in der Weinbranche erlangen würde heute. Und vor 10 Jahren haben wir mit dem Selvin Lux eine Fortentwicklung des Schraubverschlusses auf den Markt gebracht mit verbessertem Aussehen, mit dem gleichen einfachen Öffnungsritual. Und wir sind eigentlich sehr stolz, heute hier diese Verkostung zu unterstützen zu dürfen. Wir waren damals froh, mit Dr. Martin Tesch jemanden zu finden, der direkt unser Produkt adoptiert hat für seine besten Weine. Arbeiten nun schon 10 Jahre zusammen und können zeigen, dass auch die feinen Weine, die Premium-Weine unter Schraubverschluss ihren Platz haben. Ich darf das Wort an Herrn Botthäuser übergeben. Im Glas ein bisschen zur Kalibrierung. Fassprobe 2014 vom St. Remigiusberg. St. Remigiusberg in Laubenheim, der Nachbarort von Langlaunsheim an der Nahe. Ist eine rein vulkanische Lage. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil der Remigiusberg immer sehr gelbfruchtig, duftig, hedonistische Weine vorbringt. Das gibt auch noch andere Lagen, die sind etwas karger, etwas spröder. Aber ich denke mal, hier kann man ganz schön einmal die Entwicklung verfolgen, wenn man den Augenmerk legt auf die Primärfrucht, die wir haben im Wein, später auf die sekundären und tertiären Reifenoten. Zu den tertiären werden wir gar nicht kommen, denn ich war selbst überrascht, die Reifung verläuft völlig anders als unter Kork. Das heißt, wir haben eine Reifung in dem Sinne. Großer Unterschied ist die klassische Alterung, die wir sonst haben oder wahrnehmen, ist oft an Verbindung mit Sauerstoff gekoppelt. Die fällt dort relativ flach. Das heißt, Alterungstöne wie Petrolnoten, gerade beim Riesling üblich, sind immer Oxidationsprozesse, wo Sauerstoff eine wichtige Rolle spielt. Die fallen dort dann per se eigentlich erstmal flacher als unterm Korken. 2014 zum Kalibrieren. Wenn Sie möchten, können Sie die ganze Probe durchtrinken. Wenn nicht, zwischendurch ausschicken. Wir haben ein Glas, machen das relativ zügig weiter. Spannend an dem Reifen unter Kork ist, das denke ich, werden Sie am Ende der Verkostung sehen, ist, dass der Stelvin ermöglicht, oder sagen wir mal, die Jahrgänge relativ präzise in ihren Eigenschaften, wie sie waren, sehr klar abbildet. Ohne dass wir eine Diffusion haben über Flaschen, Abweichungen oder Fehler, was einer der größten Unterschiede ist, denke ich mir. Weil der Stelvin ist ein technisches Produkt, der keine Varianz hat. Es ist immer gleich. Kork ist nicht immer gleich. Wenn Sie 10 Flaschen mit Kork haben, haben Sie eine, die ist super, 2, 3, die sind gut. Im Großen und Ganzen sind sie aber alle unterschiedlich. Und je länger der Wein lagert oder reift, desto unterschiedlicher oder desto größer werden die Unterschiede hier. 0,25 Milligramm den Liter ist so der Richtwert, den wir haben an Sauerstoffaustausch unterm Schrauber. Beim Korken geht es von 3 bis 35. Also Sie sehen schon an den Angaben, das sind so, sag ich mal, ein Produkt, was keinerlei, sag ich mal, eindeutige Aussagen zulässt. 14 als erstes. Wir können die Nummer 2013 ausschenken. Ich werde keine Aromen geben oder was, nach was es riecht oder schmeckt. Das müssen Sie eigentlich vornehmlich mit sich selber ausmachen. Ich würde einfach gerne ein bisschen was zum Jahrgang sagen und wie sich das in der Struktur des Weins wiederfindet. 2013 war recht schwierig, sag ich mal. Es war während der Ernte viel Regen. Man musste sauber, schnell arbeiten im Weinberg. Gut war, wenn man vorher gut gearbeitet hat, dann hat man gesundes Material reingeholt. Die Mengen waren klein und man sagt 2013, also cool klein mit Jahrgang, das würde ich es nennen, oder? Stimmen Sie zu, Herr Jakob? Wir haben hohe Extrakte und wir haben eine prägnante Säure.
was sehr schön ist für Weine, die auf Reife ausgelegt sind. 2013, der aktuelle Jahrgang, wie gesagt, 14 ist noch nicht gefüllt. Denke ich, haben wir auch klar am Gaumen. Ist jetzt nicht, dass er jetzt extrem wuchert mit Primärfrucht, ist natürlich da, aber ich denke einfach, die Struktur, die Säure und der Trinkzug sind das, was den Wein charakterisieren. Ein bisschen was Technisches. Wir haben beim Schrauber ganz logisch eigentlich durch die Absenz des Korkens einen größeren Raum mit Luft gefüllt. Das heißt, es ist mehr Sauerstoff im Wein, wenn wir gefüllt haben. Stellen Sie sich vor, die Flaschen kommen auf der Füllstraße, werden mit Wein befüllt. Der Wein hat erstmal durchs Füllen Sauerstoff. Dann kommt nach 3 bis 4 Sekunden der Schrauber drauf. 3 bis 4 Sekunden sind biochemisch gesehen eine Generation. Das heißt, er hat relativ lange viel Sauerstoff gekriegt. Dann kommt der Schrauber drauf und dann ist eigentlich Schluss damit. Das heißt, alles, was an Sauerstoff drin ist, ist durch die Füllung drin und der größere Luftraum oben. Beim Kork haben wir ca. 1 bis 1,5 Milligramm pro Liter gelösten Sauerstoff in dem Raum zwischen Wein und Korken. Hier haben wir 4 bis 5. Das ist halt die dreifache Menge. Man liest viel über Inertgas oder Stickstoff. Flaschen vorher mit Stickstoff auffüllen, dann den Wein reinmachen, der das Stickstoff rausdrückt. Oder befüllen, nachher Inertgas raufmachen. Wir machen nichts. Wir füllen, Korken drauf und gut. Das ist es. Was passiert genau? Also der Sauerstoff, der drin ist, der wird relativ schnell von den freien Schwefelsäuren, von der freien schwefeligen Säure gebunden. Das passiert in der Regel so mit einer Geschwindigkeit von 1 Milligramm. Geht das in 2-3 Tagen durch, je nachdem, wie viel Sauerstoff drin ist. Und das ist auch der Punkt, oder das ist, sagen wir mal, das Glück, was hier ist. Das ist der Punkt, der die Reife unterschiedlich macht vom Korken. Wenn wir mehr Sauerstoff kriegen, dann haben wir mehr Sauerstoff, als die freie Schwefelige binden kann, und dann degenerieren die Aldehyde. Und dann kommen die oxidativen Alterungsnoten. Das haben wir hier nicht. Also wir haben eine Reifung ohne oxidationsabhängige chemische Reifeprozesse im Wein. 2012 im Glas. 2012, wie ich persönlich finde, ein super Jahr. Hat die Reife von 2011. 2011, merken Sie aber gerade, fehlt die Säure. Ist komplett manövrierunfähig. Überspitzt formuliert. Hier ist beides drin. Wir haben einen hohen Extrakt, wir haben eine gute Reife, eine schöne Fruchtigkeit noch und eine gute Säure. Alles in einem Top-Paket, was sich, denke ich, relativ gut halten sollte auf der Flasche. Auch die Frucht noch relativ weit vorne, finde ich. Wir haben gleich einen dramatischen Einbruch mit dem Elfer, der gerade auch schon direkt vorbereitet wird. Ich würde sagen, wir machen das einfach relativ zügig nacheinander, dann haben Sie eine bessere Vergleichbarkeit, als dass man ewig vor dem einen Glas sitzt. Genau. Und es geht direkt weiter mit dem Elfer. Der erste dramatische Einbruch auch. Wir haben auf dem Weingut vor einem Monat geschaut, welche Lage nehmen wir. Und dann haben dann entsprechend vergleichend auch jeweils die 10 Jahre zurückprobiert. Einfach um zu sehen, was uns selber erwartet, weil man macht es nicht alle Tage. Es wurde damals auch nicht viel zurückgelegt auf dem Weingut, weil dieses Weineinlagern, der Schrauber war in der Form neu, dass man da jetzt erstmal gar nicht weit an Lagerung gedacht hat, sondern erstmal an Hygiene oder Pragmatik in einer gewissen Weise, im ersten Sinn. Pragmatik in dem Sinne, dass einfach unglaublich viel Konzentration immer auf die Arbeit im Weinberg gelegt wird. Weinberg und Keller oder eben die Nichtarbeit, je nachdem, mit welchem Winzer man spricht. Aber es wird immer erzählt, was gemacht wird, was nicht gemacht wird und ganz viel. Und dann kommt das Ding in die Flaschen und das ist eigentlich Schluss. Die Entscheidung, nur noch zu schrauben, war bewusst eine Entscheidung dafür, wo man sagt, ich lege genauso viel Konzentration auf das, was mit dem Produkt passiert, wenn es in der Flasche ist. Und da war die pragmatische Entscheidung natürlich ganz klar, wo man gesagt hat, ich möchte keine Schwanken, ich möchte keine Varianz, ich möchte Sauberkeit oder Hygiene dazu geführt haben,
den Korken zu nehmen, den Schrauber zu nehmen. Lagern Sie stehend oder liegend? Die Weine im Weingut sind liegend gelagert. Mit dem stehend und liegend lagern ist beim Schrauben eigentlich auch relativ egal. Sie haben eine höhere Varianz, wenn Sie es mit Korken machen. Da ist das Schlimmste, was Sie tun können, stehend bei 12 Grad. Denn 12 Grad ist die klassische gute Lagertemperatur. Bei wie viel Grad soll ich meinen Wein lagern? Sagen immer 12 Grad. Bei 12 Grad ist der Sauerstoff aber auch am diffusionsfähigsten. Das heißt, er kommt am besten in die Flaschen rein. Das heißt, bei der Temperatur, wo Sie Ihre Weine zu Hause lagern, ist es dem Sauerstoff ein leichtes oder am leichtesten, dass Sie oxidative Momente haben, also beziehungsweise Sauerstoffaustausch haben, wenn Sie mit Korken sind. Bei 20 Grad ist es relativ schwierig. Da ist er dick, träg, plump, wie eine Kröte auf Eis, Kaltblüter. Insofern Schrauber stehend, liegend, aufgrund der nahezu Dichte eigentlich egal. Gibt es ein sehr gutes Buch zu von Herrn Schneider, ich glaube Volker Schneider heißt er. Reduktion, Oxidation, wann der Wein seinen Sauerstoff kriegt oder sowas. Önologische Aspekte der Reduktion oder Schneider. Sehr schönes Buch. Bisschen chemisch hier und da, aber da kann man es wunderbar nachlegen. Als wir es probiert haben, wie reif er schon ist, in der Vorprobe hat sich das nicht so gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Mondphase zusammenhängt oder mit der Tageszeit. Aber ich denke, Sie stimmen mir zu, das ist schon relativ für den Jahrgang relativ fortgeschritten, was auch zeigt, dass der anfangs sehr hochgeschriebene Jahrgang 2011 letztendlich dann an Substanz einbricht, weil ihm einfach die Stütze oder Struktur über Säure fehlt. Wir haben viel Extrakt, wir haben eine hohe Reife, aber wir haben einfach auch schon, wo wir merken, also das riecht älter als es ist. Und zwar, was das Spannende ist, älter als es ist, nicht über einen morbiden, oxidativen Reifeton oder Sherry, sondern einfach über so eine gelbe, fast schon eingekellerte Frucht, würde ich sagen. Also die reife Aromatik hier anders als unter Kork oder mit Sauerstoffeinfluss. So, und weil das wirklich keinen Spaß macht, machen wir direkt den Zehner hinterher. Dann wissen Sie wieder, was Säure ist. Gibt es was Knackiges aus dem Arschjahr, wie Manfred Klimmig geschrieben hat. Den schwierigen Jahrgang 2010. Ich glaube, das ist sogar bis in die New York Times vorgedrungen. 2010 was an ass year. Halt auch relativ schwierig zu bearbeiten. Unglaublich stressig für die Winzer bei der Lese. Musste schnell reingeholt werden. Vegetationsperiode war relativ kurz. Das heißt, das, was hing, war auch nicht alles vielleicht immer optimal reif. Dann hat es angefangen zu regnen, die Beeren platzten, Fäulnis dabei, also alles in allem Stress. Trotzdem präsentiert sich das, wenn man es jetzt nebeneinander probiert, viel frischer, viel klarer, viel präziser auf der Flasche. Als wir es eben bei dem 2-11er hatten. Nase immer noch wunderschöne Primärfrucht, so also ein bisschen grünen Apfel, aber ich wollte ja nicht sagen, was wir haben. Insofern, das finden Sie selber raus. Drahtig, knackig. Ich denke mal, das Jahr mit seinen Unbillen und Unwirkungen hat man hier auch schön am Gaumen. Wir haben einen sehr straffen Wein mit einer prägnanten Säure. Extrakt ist da nicht ganz so hoch, wie wir es gleich haben werden. Oder bei 12 hatten oder wie Sie es gleich beim 9er sehen werden. Mundgefühl richtig knalltrocken, griffig, schöne Säure, straightforward, ganz geradeaus nach vorne. Ich würde sagen, definitiv Reparierwein am nächsten Morgen. Definitiv erste Hälfte des Tages. Belebende Säure, recht knackig. Und für das schwierige Jahr muss man sagen, das steht wie eine 1. Das steht wie der 10er, fast nach der Füllung. Wenn Sie was Vergleichbares trinken aus dem Jahr, in der Qualitätsstufe, was unterm Korker war, das ist oft kaputt. Schon. In den Knien müde. Viel Kaputtes getrunken. Sehr Ablehnung. Wir können das diskutieren. Ja, man muss auch mal Randpositionen prägnant formulieren, um Reibungsflächen zu erzeugen. So, 2010. Wir können direkt weitermachen mit der 2009. Ich denke, nach dem Rachenputzer, dem eher drahtigen Rachenputzer, mit der kernigen Zehnersäure jetzt gibt es barockes Gold. 2009, super Jahr.
wenig Schicksalsschläge, kein Hagel. Nach der Blüte 120 Tage Vegetationsphase, wunderbares Wetter. Bei der Lese keine Fäule, kein Regen, gar nichts. Es war hervorragend als Winzer, um seine Golfskills zu vertiefen oder jagen zu gehen. 2009 vollreif. Wir haben noch so das letzte Aufbäumen von Primärfrucht in der Nase. Gleich wird es einen Break geben. 5 Jahre alt, 5 Jahre unter Schrauber, trotzdem noch diese Frucht. Vorne finde ich schon beachtlich, dass trotzdem bei der gleichzeitigen Reife des Weines selber im Körper die Struktur ist schon ein bisschen, wird schon ein bisschen morbid, also bricht etwas auf, öffnet sich. Das ist das Erstaunliche, er ist frischer als der Elfer. Das heißt, 9er ist einfach auch das bessere Jahrgang. 9 war immer geprägt von Reife, von voller Reife, von extraktreifem Material, aber im Vergleich zu 11er hat er einfach die Säure. Die ist hier wunderbar eingebunden, die steht nicht vor wie beim 12er, beim 10er oder gleich wie Sie es auch beim 8er wieder sehen werden, ja, wo die Säure wirklich treibende, aromatische Kraft auch texturiell am Gaumen ist über die Haptik. Aber hier einfach ganz harmonisch aus einem Guss, wunderbar gereifter Wein aus einem wunderbar, ja, aus einem tollen Jahr. Alles da. Alles da. Ups. So. Etwas kühler geprägt, ein bisschen durch den höheren Säurennerv. Ich persönlich finde das sehr charmant. Das ist eine persönliche Einstellung. Es gibt einen schönen Trinkzug. Ich finde das für die Reife von den Weinen sehr schön, wenn wir einfach eine Säure haben, die Stabilität geben, aber eine Stabilität bei gleichzeitig vorhandener Struktur, was ich hier einfach etwas dichter und komplexer sehe als im Vergleich mit dem 10er, den wir eben hatten, der wirklich eher so ein, sag ich mal, Rachenputzer oder Reparierviertel war. Und hier schon eindeutig haben wir so diesen Übergang von der ersten Reifephase zur zweiten, also die Primärfrucht geht weg. Wenn wir noch irgendwelches Kernobst haben, dann ist das angeschnitten, oxidiert, Apfel mit der braunen Stelle dabei. Also es geht schon eindeutig jetzt hier eine Reifephase nach 6 Jahren auf der Flasche. Allerdings auch wieder eine Reife ohne diese klassischen oxidativen Momente, die wir dabei haben. Also wir haben keinerlei Sherry oder andere oder diese klassischen Petroltöne, die auch ganz klar über Aufsplittung von den Acetaldehyden in höherwertige Aldehydketten kommen. Es ist ein bisschen schade, dass wir in dieser Verkostung immer nur ein Glas haben. Das nimmt uns die Möglichkeit, wo man jetzt sagen kann, jetzt trinke ich es nochmal gegen den 10er. 10 wäre natürlich besser. 10 Gläser wären besser. 10 Gläser wären natürlich das Beste. Selbstkühlende Gläser am besten. Insofern muss man das jetzt leider abstrahieren, an seinen Notizen vergleichen. Aber ich denke, wenn man jetzt 8 gegen 10 trinkt, sieht man eindeutig mehr Extrakt, mehr Substanz. Vom Jahrgang her ähnlich vergleichbar, also ähnlich gut. Ein Jahrgang, wo nichts passiert ist. Jahrgänge ist ja, heißt für den Winzer in der Regel immer Krisenmanagement. Was muss ich tun? Was passiert schief und wie reagiere ich drauf? 2007 gab es nichts zu reagieren. Blüte, nicht verhagelt, kaum gestürmt. Gutes Wetter, Austrieb, alles gut. Reife, gut, lange Vegetationsphase, gesundes Reife, gut, keine Botrytis. Völlig langweilig eigentlich, aber leider guter Wein. Strukturell gut, ausgereift, schöne Würze. Fände ich jetzt, wäre schön zu sehen, gegen 9 und auch gegen 12 vielleicht. Vielleicht sogar 14 eher als 12. Nicht über die Opulenz in der Dichte, sondern in der Reife, generell Struktur im Mund, am Gaumen. Auch was wir beim 9er noch hatten, diese primäre Frucht, diese Saftigkeit, ist hier weg, Finish. Aber wirklich pure Struktur, Würze, Säure, fast pikant, wunderschöne Mineralität hinten raus, trotz des, wirklich, ich meine, wir sind relativ hoch in der Farbe, trotz der guten Reife,
Apropos Reife, alle Weine, die wir heute probiert haben und probieren werden, sind auf 12, maximal 12,5 Alkohol. Also es ist nichts, auch wenn es kommt gleich noch was, ich sag's nur vorwegnehmen, wo sie sagen, der hat aber Alkohol. Nein, wir liegen auch alle im Bereich von 3 bis 5 im Zucker. Das Weingut Tesch hat immer gesagt, wir machen trockenen Riesling. Und da sind die nie drüber hinausgegangen. Auch wenn gleich vielleicht nochmal der Einwand kommt und sagt, das aber, nein, ist es nicht. Es gibt einen Bruch in der Stilistik, den wir gleich noch sehen. Zum Abschluss sage ich noch was zu. Ähnlich wie man es jetzt hier einfach sieht, auch die, wo beendet die Primärfruchtigkeit, wo fängt dann wirklich die weitere Reife des Weines an. Denn ich denke, den Break, den konnten wir hier ziehen nach 9 auf 8. Muss man ein bisschen hinschmecken, weil die 8 einfach eine höhere Säure hatte, ein bisschen mehr Drive am Gaumen. Aber die Frucht war schon weg und jetzt hier die 7, denke ich, bestätigt es eindeutig. Ich denke, nach 7 Jahren ist Schluss. Trotzdem steht tadellos da, riecht nichts nach Tankstelle, nach sonstigen, sag ich mal, sauerstoffaffinen Reifenoten, die wir sonst kennen. Und ich denke, das wird sich auch noch ein paar weitere Jahre gut auf der Flasche halten und entwickeln. So, nehmen Sie noch mal einen guten Schluck. Und jetzt kommt 2,6. an sich, ich glaube, als Jahr war das katastrophalste der letzten 10 Jahre in Deutschland. Am Wein, es war nicht reif, es war nass, es war kalt, es hat geregnet, es hat gefault. Die Trauben sind geplatzt, das, was reingeholt wurde, musste selektioniert werden. Es hatte mehr Botrytis als gesundes Lesegut. Das gesunde Lesegut war vielleicht nicht mal reif. Und davon vor allem noch viel zu wenig. Also viel zu viel Arbeit für eigentlich keinerlei Ergebnisse oder die Ergebnisse, die wir hatten, keinerlei zufriedenstellende Ergebnisse. Die Weine sind alle auch heute ganz normal geöffnet worden. Das heißt, wir haben keinerlei Zinnober gemacht mit Doppeldekantieren oder Belüften oder nicht. Einfach um zu zeigen, so sind sie, so kommen sie jetzt aus der Flasche. Ich denke, das tut besonders dem 2,6er jetzt hier sehr gut. Dem 11er hat es auch gut gestanden. Würde der länger auf gewesen sein, hätte man es wahrscheinlich auch Ärger gemerkt, die Weite in der Reife. 2006, wir sehen es auch in der Farbe, sehr hochfarbig schon. Und in der Nase sind wir auf einer ganz anderen Baustelle als bei dem 7er eben. Und die Flaschen sind gerade erst auf. Ich meine, hätten Sie das jetzt 10 Minuten im Glas, dann könnten Sie den Niedergang gut beobachten. Nicht, um den Wein schlecht zu reden, sondern einfach, diese Weine präsentieren jeweils den Jahrgang. Ich denke, das ist so das, was man, einer kommt noch, als Quintessenz mitnehmen kann. 2005, eigentlich auch ein gutes Jahr. Sehr viel Sonne. Nicht zu viel Sonne wie 2003, sondern auch warm, relativ komplikationslos. Der Wein selber jetzt ist noch eine kleine Ausnahme, denn ich denke, wir spüren hier noch so ein bisschen den Trend, den man so Anfang der 2000er Jahre hatte, spät zu lesen, lange hängen zu lassen und ein bisschen Maischestandzeit oder sowas, was die Weine alles in allem so ein bisschen moppelig gemacht hat. Wir hatten immer so einen kleinen Speckrand um den Bauch, so ein paar Pfund zu viel links und rechts. Das ist nach und nach abgeflaut. Jetzt nicht unbedingt nur beim Weingut Tesch, sondern ich denke deutschlandweit. Gerade Rheinhessen hatte da damals so einen Trend, dass sie alle etwas molliger waren. Das finden wir hier noch in dem 2,5er. Wie gesagt, wir sind 12 Alkohol und die üblichen zwischen 3 und 5 Zucker. Trotzdem merken Sie eindeutig am Wein gleich über die Dichte, die Viskosität, das Mundgefühl. Das ist später gelesen. Das ist noch aus einer Phase, wo man einen Wein machte, viel schmeckt viel, viel ist viel. Das Weingut Tesch ist irgendwann zurückgegangen von dieser Prämisse und hat gesagt, wir lesen früher, weil das einfach unserer Idee, die Lagen sauber rauszuarbeiten, entgegenkommt. Wenn wir nicht mit so hohen Öxle lesen, dass die Weine zwar beim ersten Probieren alle gut Punkten abschneiden, letztendlich vertuscht das die Lagencharakteristik oder die Präzision über die Lage, worum es ja letztendlich einzig und allein beim Weingut Tesch geht. Dass man sagt, 5 Lagen, 5 Farben, alle präzise, klar, nebeneinander rausgesucht. 2005 nochmal aus alten Zeiten ein bisschen den mopsigen Remigiusberg. Zum Abschluss.
Gerne. Ja, dann kann ich. Sparsam. Okay. Danke. So. Zum Abschluss. 2005 Remigiusberg. Was ich hier finde, wirklich ganz wunderbar. Es ist, wir haben eine schöne Reife ohne Alterung. Wir haben reife Noten im Wein selber, ohne dass er müd ist. Müd verglichen jetzt, wie wir es eben bei der 6er hatten oder bei der 11er schon. Ganz wunderbar. 11 Jahre oder 10 Jahre Schrauber als Abschluss. Remigius 2,5. Mittag, 10 Jahre Schrauber. Freut mich. Ich hoffe, Sie fanden es spannend. Ich fand, es war sehr schön zu sehen, einfach wie klar dieser Stelvin ermöglicht, die Weine nebeneinander zu sehen, so als Klaviatur der Jahrgänge, der Jahrgangstypizität. Wie spiegelt er sich wieder auf der Flasche, ohne irgendwelche störenden Einflüsse über eine oxidative Reifung oder irgendwas. Man konnte ganz klar sehen, wo sind die Stechen, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken. Ganz stark finde ich 2,5 hier zum Abschluss. Stelle ich in einer Reihe mit 14, 7 und 9. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und viel Spaß noch auf dem Rest der Messe. Ja. Merci.